Also heute geht es bei mir, ich freue mich natürlich erstmal hier zu sein, das ist natürlich für mich auch was ganz Besonderes, sowas macht man jetzt nicht jeden Tag, ja? Antrittsvorlesung. Es geht um ultrakalte Atome, ja? Und ich freue mich, Ihnen ein bisschen zu erzählen zu können, was wir mit ultrakalten Atomen in unserem Labor machen und wie wir sie nutzen zur Erforschung komplexer Quantensysteme. Und dieser Vortrag wird uns auf eine Reise führen, zu den kältesten Temperaturen, ja, des Universums, sage ich sogar. Ja, es gibt also, behaupte mal, keinen Platz sonst im Universum kältere Temperaturen als in solchen kalten Atomlaboratorien, über die ich jetzt erzählen werde. In der Mitte sehen Sie eine Temperaturskala in absoluten Temperaturen, das heißt in Kelvin. Da haben wir hier oben 1000 Kelvin. Da liegen wir auch ungefähr mit unserer Zimmertemperatur, ne, bei 300 Kelvin. Und dann sehen Sie, dass das logarithmisch hier angeordnet ist. Ja, das ist also jedes Mal ein tausender Faktor geht es hier nach unten, bis wir zu einem Nano-Kelvin kommen. Das ist also ein Milliardstel Kelvin. Und so die kältesten Flüssigkeiten, die man sonst so typischerweise mit konventioneller Technologie auf der Erde herstellen kann, zum Beispiel flüssiges Helium, ja, damit arbeiten viele Laboratorien, das liegt so im Bereich von ein paar Kelvin. Ja. Das ist auch so die typische Hintergrundtemperatur vom Weltraum. Ja. Und in den letzten Jahren wurden eben neue Methoden entwickelt, zum Beispiel die Laserkühlung, um viele Größenordnungen kälter zu werden. Und 1997 gab es dann, also vor 15 Jahren ungefähr, gab es dann den Nobelpreis für Laserkühlung. Und daraufhin gab es dann nochmal eine Entwicklung, wo man nochmal ein paar Größenordnung kälter werden konnte, mithilfe der sogenannten Verdampfungskühlung. Und dort hat man dann nachher geschafft, Bose-Einstein-Kondensate zu erzeugen. Und dafür gab es natürlich dann auch den Nobelpreis, ja, ungefähr vor 10 Jahren. Und hier in Ulm haben wir tatsächlich zwei solcher Bose-Einstein-Kondensate, da arbeiten wir täglich dran, das heißt die Studenten in Wirklichkeit. Und was ist so ein Bose-Einstein-Kondensat? Ja, da haben Sie eine Wolke von Atomen und alle diese Atome sind im niedrigsten Quantenzustand. Ja, das heißt, Sie können sich schon vorstellen, hier haben wir jetzt einen exakt definierten Ausgangszustand, was natürlich prima ist für Experimente. Ja. Und hier sehen Sie jetzt mal ein Bild von so einem Bose-Einstein-Kondensat, ein Foto, ja, das ist ungefähr ein Zehntel Millimeter groß. Ja, das heißt, da können Sie schon fast mit dem Auge richtig drauf gehen, so groß wie ein Haar, und besteht aus ungefähr 10 hoch 6 Atomen, die halt in diesem Grundzustand sind. Und im Wesentlichen sehen Sie hier auch eine quantenmechanische Wellenfunktion, und zwar nämlich den Betrag der Wellenfunktion. Ja, dort, wo es besonders hell ist, dort ist die Amplitude der Wellenfunktion groß, dort sind viele Atome, und dort, wo es dunkel ist, ja, da ist halt dann die Amplitude null. Ja? Also wenn Sie noch schon mal wissen wollten, wie sieht eine Wellenfunktion aus, hier sehen Sie jetzt eine. Das sieht aber jetzt so, ja, sieht es noch nicht so beeindruckend aus. Aber dass Sie mit dem Bose-Einstein-Kondensat, dass Sie da etwas ganz Besonderes vor sich haben, das sehen Sie, wenn Sie jetzt zwei solcher Wolken, ja, zwei solcher Wellenpakete einfach übereinander schieben. Und dann sehen Sie, dass da auf einmal nicht, ja, eine noch dickere Wolke draus wird, sondern Sie sehen Interferenzstreifen, ja? Materiewellen, Interferenzstreifen. Beeindruckend irgendwo. Ja? Jetzt haben wir aber, Sie können trotzdem fragen, okay, nett, aber wofür ist das gut? Sie haben jetzt also diese Millionen Atome, niedrigste Temperaturen, alle schön auf einem Platz. Der Knackpunkt an der Sache ist der, dass wir jetzt in diesem Regime auch eine absolute Kontrolle über diese Atome erlangen. Ja? Und zwar in all ihren Freiheitsgraden. Da ist zunächst mal der Freiheitsgrad der Bewegung. Wir können den Atomen sagen, wie sie sich bewegen sollen, an welchen Orten sie sich aufhalten sollen und wie sie vielleicht den Ort wechseln sollen. Ja? Das können wir ihnen vorschreiben. Wir können intern, so ein Atom ist ja ein zusammengesetztes Teilchen, können wir ihnen genau vorschreiben,
in welchem Quantenzustand sie sollen sein sollen und wie sich dieser Quantenzustand über die Zeit verändert. Und wir können ihnen sagen, wie sie miteinander wechselwirken sollen, ob sie sich zum Beispiel anziehen oder abstoßen oder vielleicht gar nicht sehen sollen, ob sie Moleküle bilden sollen, alles diese Sachen. Und weil wir jetzt diese Kontrolle haben, ist also die nächste Idee, ja, vielleicht können wir ja die Atome dann für uns arbeiten lassen. Und zwar in dem Sinne, dass wir mit den kalten Atomen komplexe Vielteilchensysteme simulieren und auf diese Art und Weise untersuchen. Das ist also ähnlich wie beim Computerprogramm. Sie haben den Computer, der ist ja bereit, alles für Sie zu tun, was er kann. Und Sie geben ihm jetzt ein Programm vor, Sie schreiben eine Regelanweisung und die folgt er. Und am Ende schauen wir uns dann raus, was nach Ablauf des Programms halt rausgekommen ist. Oder wie bei einem Brettspiel. Da gibt es, ja, hier haben Sie jetzt, oh, das ist jetzt auch gerade am Ende, muss ich also nochmal zurückgehen. Ja, jetzt hier haben Sie ein Mühlespiel. Und Sie können sich vorstellen, ja, da gibt es Regeln, die können wir jetzt vorgeben. Und diese Mühlsteine, das sind jetzt unsere Atome und die bewegen sich jetzt nach unseren vorgegebenen Regeln. Ja. Und nach einer gewissen Zeit schauen wir uns, was ist denn da jetzt so passiert. Ja, vielleicht können wir dann dabei etwas lernen. Ja, und weil diese Idee so fruchtbar ist, sind mittlerweile viele Gruppen auf der Welt, Hunderte, die eben kalte Atome benutzen, um Forschung in den verschiedensten Gebieten der Physik, aber auch der Chemie zum Beispiel, zu nutzen. Ja, also ich habe jetzt hier mal eine Liste von Themengebieten, die mittlerweile untersucht werden, angeführt. Und die ist längst nicht vollständig, aber die soll Ihnen so ein bisschen eine Vorstellung geben, was da alles abgedeckt werden kann. Anfangen tun wir hier natürlich mit der Metrologie. Die genauesten Uhren unserer Welt, die basieren auf kalten Atomuhren im Moment. Dann Astrophysik. Ja. Bestimmte Aspekte in Neutronensternen kann man mit kalten Atomgasen untersuchen. Ultrakalte Chemie, da gehe ich nachher im Einzelnen noch drauf ein. Hier geht es darum, sehr kontrolliert chemische Reaktionen herbeizuführen zwischen Atomen und diese zu verstehen und zu analysieren. Zwei große Themengebiete sind nachher der Quantencomputer und der Quantensimulator, wo man einfach sagen kann, jetzt schon auf sehr abstraktem, hohen Niveau lassen wir, wenn es die dann irgendwann gibt, die Atome für uns rechnen. Physik des Chaos, auch solche Sachen kann man mit kalten Atomen untersuchen. Und ein ganz großes, wichtiges Gebiet ist auch die Physik der kondensierten Materie bzw. die Festkörperphysik. Auch dort werde ich gleich drauf eingehen. Ja, und natürlich all diese Topics, da könnte man monatelang drüber reden, habe ich nicht die Zeit für, aber ich möchte anhand unserer Projekte in Ulm, drei Projekte, möchte ich Ihnen ein bisschen einen Geschmack geben, wie solche Forschung eben aussehen kann. Und da haben wir also zunächst mal in einem Experiment, treiben wir im Moment Nanochemie mit kalten Rubidiumatomen bzw. Rubidiummolekülen. Dann haben wir ein zweites Experiment, was im Moment noch in der Entstehungsphase ist. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, aber wir haben noch nicht mit den Experimenten richtig begonnen. Typischerweise es dauert nämlich 3-4 Jahre, so ein Experiment aufzubauen. Das ist in die Richtung relativistische Physik und Festkörperphysik. Und das wollen wir machen mit Lithiumatomen in einem sogenannten optischen Honigwabengitter. Ja? Und Sie werden jetzt vielleicht sagen, relativistische Physik, das ist ja kompletter Quatsch. Denn wie will ich denn mit einem Atom, was sich gar nicht mehr bewegt, relativistische Physik machen? Normalerweise muss man doch in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit gehen. Ja? Und Festkörperphysik, wir arbeiten hier mit Gasen, die sind 100.000 Mal dünner als Luft. Und jetzt will er damit Festkörperphysik machen. Aber was Sie vielleicht halt wissen von der Physik ist, es kommt nicht immer auf die absolute Größe einer physikalischen Größe an, sondern auf das richtige Verhältnis zwischen physikalischen Größen. Und so kann man dann eben Phänomene, die normalerweise bei hohen Energien stattfinden, vielleicht bei ganz niedrigen Energien auch beobachten. Ja, und das dritte Projekt, hier haben wir auch etwas ganz Besonderes, nämlich zum ersten Mal ist es uns hier gelungen,
kalte, neutrale Atomgase, ein Rubidium, Bose-Einstein-Kondensat, zu verheiraten mit geladenen Atomen, also mit Ionen. Wir können einzelne Ionen in dieses Kondensat hineinsetzen und dann studieren, was da passiert. Da werde ich also auch gleich im Anschluss noch drüber erzählen. Jetzt zeige ich Ihnen mal so ein Bild von einer Apparatur, einer Bose-Einstein-Apparatur. Da sehen Sie hier die Vakuumapparatur, hier ein Flansch mit einem Glas. Da kann man also durchschauen. Jede Menge Linsen, Sie sehen, das ist also sehr komplex. Spiegel, dann sind hier optische Glasfasern, jede Menge Drähte für Magnetfelder, Magnetfeldspulen und so weiter. Also wirklich komplex, da braucht man schon seine Zeit, um sich überhaupt zurechtzufinden. Und ich darf da auch gar nicht mehr dran. Ja. So, und hier jetzt also einen Blick mal in diese Ultrahochvakuumapparatur, in diese Atomkammer. Da ist also, in dieser Atomkammer läuft eine magneto-optische Falle. Das ist etwas, damit fängt man zunächst Atome aus dem Hintergrundgas und kühlt sie ab und bringt sie alle an einen Punkt. Und hier sehen Sie diese helle Wolke. Das sind eben 100 Millionen Lithiumatome, die jetzt schon in dem ersten Schritt auf eine Temperatur von einem Tausendstel Kelvin abgekühlt sind. Übrigens, diese Ultrahochvakuumapparatur, die braucht man deswegen, weil man ja unsere heiße Außenwelt, die muss man gut separieren natürlich von den Atomen, sonst würden die natürlich ganz schnell geheizt werden. Typische Größenkala sehen Sie hier, 4 cm. Dann haben wir bei so einer Apparatur möglichst viele Fenster, um eben uns von allen Seiten die kalten Atome beäugen zu können, nachzuweisen, aber auch manipulieren zu können. Und zur Manipulation gehören zum Beispiel auch Magnetfelder. Ja, und was wir dann tun, sind dann Laserstrahlen hier hineinschießen und dann kitzeln wir diese Atome halt auf entsprechende Art und Weise. Haben wir jetzt also diesen ersten Schritt hinter uns, wir haben also 100 Millionen Lithiumatome gefangen, dann müssen wir aber noch mal ein paar Größenordnungen kälter werden, um zu diesem Bose-Einstein-Kondensat zu gelangen. Und dort gibt es dann weitere Schritte, wo wir Verdampfungskühlung und solche Sachen anwenden. Dauert dann typischerweise 30 Sekunden. Und dann haben wir aber so ein Bose-Einstein-Kondensat vorliegen. Und dann können wir Experimente mit diesen kalten Atomen durchführen. Ja? Zum Beispiel, wir können sie in ein sogenanntes optisches Gitter einladen. Was machen wir da? Da haben wir verschiedene Laserstrahlen aus verschiedenen Richtungen, die wir überlagern. Und diese Laserstrahlen interferieren miteinander. Und so ergibt sich also eine Verteilung von Lichtfeldern im Raum. Und für die Atome sieht jetzt diese Lichtfeldverteilung aus wie eine Potentiallandschaft. Und jetzt können die Atome in dieser Potentiallandschaft irgendwie sich bewegen und miteinander wechselwirken. Und das beobachten wir dann. In dem speziellen Fall hier ist diese Potentiallandschaft sehr regelmäßig. Sie sehen, das sieht so ein bisschen gitterförmig aus, deswegen nennen wir das gitterförmig. Man könnte auch sagen, es ist ein Eierkasten. Ja? Und an diese verschiedenen Plätze des Eierkastens, die wir dann Gitterplätze nennen, kann man jetzt Atome setzen. Ein Atom pro Gitterplatz oder zwei Atome. Und hier haben wir gerade in den letzten Jahren verschiedene Methoden entwickelt, Reinigungsprozeduren, sodass wir am Ende wirklich ein ganz reines Ensemble haben von Atomen. Ja, die Atome selber sind genau in einem definierten Quantenzustand und sie sitzen, wir haben auch genau ein Atom pro Gitterplatz zum Beispiel oder zwei. Ja. Und der Fall von zwei Atomen am Gitterplatz ist deswegen besonders interessant, weil wir können jetzt damit Nanochemie machen. Ja. Stellen Sie sich vor, dieses optische Gitter ist eine Anreihung, ja, von Nanoreagenzgläsern. Ja. Nur sind jetzt diese Nanoreagenzgläser eben nicht aus Glas, sondern aus Licht. Die typische Größe von so einem Nanoreagenzglas ist ein halber Mikrometer, also ein halbes Millionstel Meter. Viel kleiner kriegt man schon gar nicht mehr hin. Ne? Und dort haben wir jetzt genau zwei Atome drin sitzen. In einem wohldefinierten Quantenzustand. Und jetzt können wir den Atomen befehlen, ja, sich zum Beispiel zu einem Molekül zu vereinigen, ja, unter absoluter Kontrolle. Und das machen wir hier, indem wir zum Beispiel entweder mit Magnetfeldern arbeiten oder auch mit Laserstrahlen
Und so können wir diese zwei Atome jetzt zu einem Molekül konvertieren mit einer sehr hohen Effizienz. Und das Beste daran ist, dass die Moleküle, die wir auf diese Art und Weise gewinnen, hundertprozentig genau bestimmt sind. Das heißt, der Quantenzustand ist bestimmt. Das heißt, wir wissen genau, wie viel Rotationsquanten hat dieses Molekül. In welchem Spinzustand ist es? Wie viel Vibrationsquanten hat dieses Molekül? Und wir haben auch eine in dem Sinne perfekte Reaktionsprozesssteuerung. Wir können zum Beispiel diesen Prozess auch ganz einfach reversibel machen. Also das Molekül wieder kontrolliert aufbrechen in die zwei Atome, so als wäre nichts gewesen. Ja? Wir können es auch mittendrin unterbrechen, einfach stoppen und dann haben wir einen Überlagerungszustand, wo das Molekül nicht weiß, ist es jetzt Molekül oder sind es jetzt zwei Atome. Alles diese Spielchen können Sie machen und der Zufall, den es ja sonst bei typischen Experimenten in der Chemie gibt, der spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. So kommen wir dann also zu einem reinen Ensemble von Rubidium-Molekülen, ein Molekül pro Gitterplatz. Und damit ist jetzt natürlich noch nicht Schluss, sondern das ist jetzt wiederum ein schöner Ausgangszustand für weitere Experimente. Oft ist es so, dass wir jetzt zunächst mal irgendwelche Zustände haben, aber das sind noch nicht die Zustände, mit denen wir arbeiten möchten. Wir möchten sie weiter konvertieren. Ist das Molekül zum Beispiel am Anfang schwach gebunden, dann können wir mit Hilfe von Laserstrahlen dieses Molekül in ein stark gebundenes Molekül überführen. Oder aber wir können ihm Rotation geben, wie auch immer. Ja? Das heißt, wir können hier beliebige Quantenzustände präparieren, die sonst bisher in normalen anderen Experimenten gar nicht so zugänglich wären. Und dann benutzen wir diese Moleküle für Messungen, für Experimente, zum Beispiel Hochpräzisionsspektroskopie, aber auch wiederum für Nanochemie. Ja, und das sind im Moment die Projekte, wo wir im Moment im Labor dran sind. Jetzt haben wir nicht mehr zwei Atome in so einem Nanoreagenzgläschen, sondern wir haben jetzt zwei Moleküle. Und Sie können sich schon denken, zwei Moleküle, die haben wesentlich mehr Freiheitsgrade, die sind wesentlich komplexer unter Kontrolle zu halten. Und so möchten wir im Moment herausfinden, inwieweit können wir jetzt diese Reaktionsprozesse zwischen den Molekülen genauso gut kontrollieren wie zwischen den Atomen. Und auch das, da sind wir sozusagen ganz vorne dran. Selbst die Theoretiker, die sagen oft, ja, das können wir nicht mehr rechnen. Ja, das ist unglaublich komplex, denn Sie haben hier ein Vierkörpersystem, ja, was Sie in allen Einzelheiten durchrechnen müssten. Also gibt es auch für die Theorie was zu tun. In dem Moment, wenn wir also unsere ersten Messungen haben, fangen die an und versuchen das irgendwie nachzurechnen. Zweites Projekt, die relativistische Physik und die Festkörperphysik. Da wollten wir die Experimente machen mit Lithium in einem Honigwabengitter. Und so ein Honigwabengitter, das ist schon was Besonderes, hat besondere Eigenschaften. Nicht umsonst gab es vor 3 Jahren den Nobelpreis für Graphen. Und Graphen ist ein Kohlenstoffgitter, ein Honigwabengitter aus Kohlenstoffatomen. Und das Elektronengas in diesem Graphen ist ein nahezu perfektes zweidimensionales Quantensystem. Und man konnte schon mit diesem Graphen jetzt wunderbare festkörperphysikalische Effekte und Phänomene studieren, wie zum Beispiel den Quanten-Hall-Effekt, aber auch Aspekte zur Hochtemperatursupraleitung, die ja mittlerweile immer noch nicht verstanden ist, die lassen sich mit so etwas untersuchen. Zusätzlich, das ist wieder ein bisschen seltsam, kann man auch hochrelativistische Physik studieren mit diesem Graphen. Ja? Da sind also Sachen wie die Zitterbewegung oder Kleintunneln. Und Sie werden jetzt wieder fragen, ja, wie ist denn das möglich? Das liegt halt daran, dass dieses Honigwabengitter eine besondere Bandstruktur hat für die Elektronen. Was heißt jetzt wiederum Bandstruktur? Die Bandstruktur gibt einfach den Zusammenhang zwischen dem Impuls und der Energie der Elektronen im Gitter. Und wenn man das ausrechnet, dann sieht das so ungefähr so aus im Impulsraum. Und Sie sehen hier, gibt es diese lustigen Spitzen, die sogenannten K-Punkte. Und gerade Elektronen, die sich an diesen K-Punkten bewegen, die sich dort aufhalten, die verhalten sich so, als wären sie hochrelativistisch. Ja, jetzt werden Sie sagen, das ist ja wunderbar, dieses Graphen, da kann man alles mitmachen.
Wo ist denn jetzt das Problem? Das Problem hier ist, dass man eigentlich mehr Fragen hat als Antworten. Denn viele Parameter in diesem Graphen, die sind eigentlich fixiert. Die können Sie nicht einfach so ändern. Zum Beispiel den Bindungsabstand, die Stärke, wie stark die Elektronen miteinander wechselwirken. Alles diese Sachen. Und das bedeutet, dass es Regimes gibt, die man gerne untersuchen würde, aber nicht untersuchen kann mit dem Graphen. Ja? Zusätzlich gibt es auch ein Problem der Observablen. Ja? Wie kommen Sie in dieses System wirklich rein? Wie schauen Sie den Elektronen zu, was die gerade machen? Und es gibt ein Problem der Sauberkeit. Es haften sich halt gerne auf dieser Oberfläche irgendwelche Moleküle an, die dann wiederum die Eigenschaften des Graphens beeinträchtigen. Und deswegen ist also hier die Idee wiederum, warum nimmt man nicht ein Atomgas, das wir ja so gut kontrollieren können, legen das in ein entsprechendes optisches Gitter hinein, das eben ein Honigwabengitter ist, und erzeugen uns auf diese Art und Weise ein synthetisches Graphen. Ja, und um sowas zu machen, was man noch sagen sollte, ist, und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass durch unsere große Tunbarkeit, durch die Verstimmbarkeit von unseren Parametern, können wir eben die wirklich ganz breite Regimes abtasten und diese untersuchen. Ja. Ja, dazu brauchen wir also auch eine Apparatur. Hier haben wir also jetzt so eine Apparatur, das Bildchen von der Apparatur, die aber praktisch identisch so in unserem Labor steht. Da haben wir hier einen Lithiumofen, mit der erzeugt zunächst mal einen Strahl von Atomen, der wird abgebremst, dann abgekühlt auf die niedrigsten Temperaturen. Dann haben wir hier eine kleine Glaszelle, da wird das hineintransportiert und dort führen wir dann die Experimente in der Zukunft durch. Wie soll das stattfinden? Da haben wir also verschiedene Laserstrahlen, die überlagern wir. Die stellen uns eine dünne zweidimensionale Lichtschicht her, die weiterhin obendrein noch strukturiert ist, eben mit einem Honigwabengitter. Und in dieses Honigwabengitter füllen wir jetzt eine Schicht von kalten Atomen ein. Und diese kalten Atome können sich jetzt in dieser zweidimensionalen Welt bewegen und werden dann von uns beobachtet mit einem hochauflösenden Objektiv. Ja, wobei wir hier also einzelne Atome an einzelnen Gitterplätzen aufgelöst nachweisen wollen, ja, sogar nach Zustand aufgelöst. Und Sie werden sagen, jetzt wird es aber ein bisschen fantastisch, ja, ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber erste Schritte in die Richtung gibt es schon. Es gibt also Gruppen in Harvard und in München zum Beispiel, die konnten demonstrieren, dass man einzelne Atome hier in einem rechteckigen Gitter, und das sind auch Rubidiumatome, das ist also doch ein bisschen ein anderer Aufbau, aber nachweisen kann. Sie sehen hier die einzelnen Pünktelchen, die Sie hier sehen. Das ist jeweils ein Atom. Und Sie sehen, wie schön die auf diesem Schachbrettmuster angeordnet sind. Ja. Ja. Und bei uns werden das eben jetzt kein rechteckiges Gitter sein, sondern es wird ein Honigwabengitter sein. Das heißt, das hat diese hexagonale Struktur. Und wir werden auch mit zwei Spinzuständen arbeiten. Spin up, spin down. Hier farblich gekennzeichnet mit Blau und Rot. Und aufgrund des Pauli-Prinzips geht es sowieso nicht, weil wir arbeiten hier mit Fermionen. Man kann nicht mehr als zwei gleiche Atome an einem Gitterplatz haben. Trotzdem können, sagen wir mal, blau und rote Atome, die können schon mal an dem gleichen Gitterplatz sitzen und können dort dann wechselwirken. Und dann erlauben wir weiterhin eine Dynamik, ja? Nämlich die Atome können von einem Gitterplatz zum nächsten Gitterplatz tunneln. Das ist so eine Art Springen, ja, quantenmechanisches Tunneln. Und so kann jetzt dieses gesamte Ensemble von Atomen die energetisch günstigste Anordnung finden. Und so eine Anordnung nennt man dann eine Quantenphase. Und da sind auch die Theoretiker sehr daran interessiert, solche Quantenphasen zu verstehen, denn sowas zu berechnen, ist unglaublich schwierig. Ja? Hier zeige ich Ihnen mal so ein Phasendiagramm als Funktion der Temperatur des Ensembles, aber auch der Wechselwirkungsstärke zwischen den Atomen, wie schnell sie tunneln können, all diese Sachen, bilden sich eben hier verschiedene Regionen aus, verschiedene Quantenphasen. Ja? Und bei den Übergängen von einer Quantenphase zur nächsten gibt es, wie gesagt, viele offene Probleme, die man jetzt mal gerne messen möchte.
Vielleicht erkläre ich Ihnen mal hier, das ist der berühmte antiferromagnetische Phase, was das ist. Da haben wir also an jedem Gitterplatz sitzt genau ein Atom, aber benachbarte Gitterplätze haben immer genau entgegengesetzten Spin, hier eben dargestellt durch die rote und die blaue Phase. Ja, jetzt kommen wir zu dem dritten Experiment, die Kombination zwischen Ion und BEC, beziehungsweise ultrakalten Atomgas. Die Ionen, die wir hier gerne benutzen, sind entweder Barium-Ionen, aber auch Rubidium-Ionen. Und beide Spezies haben wirklich, brauchen ganz unterschiedliche Fallen. Das Ion wird gefangen aufgrund sozusagen seiner Ladung. Und da gibt es schon seit einigen Jahren, gab es auch mal einen Nobelpreis für die Paul-Falle. Da sehen Sie hier die Elektroden, und die werden mit Wechselspannung werden die sozusagen belegt und fangen dann effektiv das Ion. Das ist hier der kleine weiße Punkt. Und dem möchte man jetzt überlagern, eine ultrakalte Atomwolke. Und dazu benutzen wir fokussierte Laserstrahlen, die sich hier kreuzen. Und die bilden eine Falle für die ultrakalten Atome. Diese Falle ist sehr seicht, die Falle für die Ionen ist sehr tief. Und zunächst mal müssen wir beide Spezies also herstellen, präparieren und dann zusammenbringen. Da haben wir also auch Methoden entwickelt, wie wir diese kalten Atome praktisch ohne sie zu heizen hier über eine Distanz von einem Meter transportieren können. Und dann liegt irgendwann das kalte Atomgas vor und daneben ist das Ion. Und wir können jetzt sehr kontrolliert das Ion in dieses Atomgas hineinbringen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine mechanistische Darstellung. Und zunächst mal wird es elastische Stöße geben zwischen dem Ion und den Atomen. Und weil die Atomfalle so seicht ist, also tut typischerweise das Ion die Atome eins nach dem anderen herauskicken. Und das ist auch ganz okay, weil es uns ermöglicht, zum Beispiel Wirkungsquerschnitte hier zu messen. Hin und wieder aber passieren auch chemische Reaktionen. Und dann wird es besonders interessant. Hier haben wir in den letzten Jahren schon einiges beobachten können. Zum Beispiel den Ladungstransfer. Wenn jetzt die Ladung des Ions auf so ein neutrales Atom überspringt. Oder aber es werden wirklich Moleküle gebildet, in den sogenannten Dreikörperrekombinationen zum Beispiel. Und hier ist uns gerade vor kurzem ein sehr schöner Durchbruch gelungen. Und zwar gibt es bei diesen Dreikörperrekombinationen zunächst mal molekulare Produkte, die extrem metastabil sind. Ja, die verflüchtigen sich sofort, die sind nicht stabil. Und wir konnten zum ersten Mal messen, welche metastabilen Zustände denn da populiert werden. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass die Verteilungen, die wir gemessen haben, viel breiter waren, als von der Theorie ursprünglich angenommen. Und jetzt werden Sie vielleicht wissen, ja, das ist alles ganz nett, aber wie kann ich mir das vorstellen? Ja? Wie kann man jetzt sehen, dass da eine Reaktion stattgefunden hat? Was sind da die Observablen? Ja? Und hier sehen Sie jetzt mal so ein Bild von zwei Ionen in einer Ionenfalle, so wie sich die uns präsentieren. Die sind 20 Mikrometer auseinander, das kann man aber noch auflösen mit unserer Kamera. Und die sind jetzt also lasergekühlt und stehen da einfach so. Und jetzt kommen wir an mit einer kalten Atomwolke und überlagern die wir mit den Ionen. Und auf einmal wird eines der Ionen wird dunkel werden. Ja, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, aha, hier muss doch was passiert sein. Wahrscheinlich ein Molekül ist gebildet worden, weil dieses kann jetzt dieses Laserlicht, was wir hier beobachten, eben nicht mehr streuen. Und wenn wir das gesehen haben, dann können wir weitergehen und sagen, okay, jetzt möchten wir die Masse dieses Ions, des dunklen Ions, sozusagen bestimmen und kommen so der Reaktion auf die Spur. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man sowas live im Labor beobachten kann. Und da haben wir also aus gegebenem Anlass jetzt einfach mal eine Live-Schaltung gelegt, unser Labor an der Uni West. Da haben wir hier also einen Doktoranden, Artyom Krüko, der kann das Experiment regelrecht fernsteuern. Wer von Ihnen schon mal live ein Ion gesehen hat oder mal sehen möchte, hier ist eins, ein einzelnes Ion. Ja. Das hier ist also aus dem Labor direkt einer der Kamerarechner. Die eine Kamera, die, wir haben also zwei Kameras, die gucken genau an die gleiche Stelle. Die eine Kamera sieht das Ion, die zweite Kamera sieht die Atomwolke genau an der gleichen Stelle.
diese Atomwolke, da hat es also das Folgende mit auf sich. Wir brauchen also 30 Sekunden, um so eine kalte Atomwolke herzustellen. Und dann machen wir ein Bild. Und das Bild, bei dem Bild machen, wird die Atomwolke zerstört. Dann braucht es wieder 30 Sekunden, um die nächste Atomwolke herzustellen. Das heißt, hier ist es anders als bei dem Ion. Das Ion können wir ständig beleuchten und können ständig gucken, wo es ist. Ja? Hier sehen Sie also jetzt eine eingespeicherte Aufnahme, die vor, ich weiß nicht wie viel Stunden oder so gemacht wurde. Ja? Diese Wolke hier ist ein Falschfarbenbild dieser Atomwolke, wo es blau ist, da sind mehr Atome. Hier draußen, wo es grün ist, da sind weniger und das Rot ist einfach so der Hintergrund. Typischerweise sind das jetzt hier Temperaturen von einem Mikrokelvin, also ein Millionstel Kelvin haben Sie schon hier bei dieser Wolke und die Wolke Durchmesser ist, da steht da drauf, sagen wir 50 Mil. Ungefähr 50 Mikrometer. Ja, und wir werden nachher gucken, ob wir nicht kälter werden können, ja, mit dieser Wolke. So, jetzt zunächst mal das Ion, ja. Jetzt könnte es mal sein, dass es interessant wird, das Ion loszuwerden oder vielleicht mal mehr als ein Ion zu fangen. Ja, das wird der Artyom, ja, der also Doktorand ist, der wird das jetzt gerade mal hier versuchen. Und Sie sehen, ja, tatsächlich aus dem Hintergrund haben wir jetzt ein zusätzliches Ion geladen. Da kommen also hin und wieder kommen neutrale Bariumatome vorbei. Und wenn die gerade an der richtigen Stelle sind, dann schießt unser Ionisationslaser sozusagen deren das Elektron weg. Und dann können wir dieses Ion eben, ja, dann in dem Moment, wenn es dann ionisiert ist, können wir es also fangen. Und Sie sehen, man kann also hier auch richtig gehend ganze Ketten herstellen, ja, von Ionen. Und jedes Ion steht da jetzt sehr brav für sich und wird lasergekühlt und leuchtet dabei. Deswegen können wir es also manipulieren. Jetzt könnten wir auch mal sagen, wir möchten diese Ionen so ein bisschen nach rechts oder links verschieben. Funktioniert das? Ja. Das macht man, indem man jetzt auf die Elektroden der Paulfalle kleine Ladungen draufbringt. Und dann wandert diese ganze Wolke ein bisschen nach links oder nach rechts. Die schwingen alle ein bisschen, weil da noch Ionen heiß drum rumkreisen. Und das sehen die Kalten. Deswegen oszillieren die ein bisschen in der Gegend rum. Mhm. Mit der Zeit werden die dann auch runtergekühlt. Weil die Laserkühlung ist die ganze Zeit an. Ja, und wenn wir jetzt den Laser mal für einen Moment lang ausstellen, na, dann wird es natürlich dunkel dort, dann sehen wir keine Ionen mehr, jetzt ist es dunkel, jetzt können wir den Laser wieder anstellen, gucken, ob sie noch da sind, ja, also das hat denen nicht viel gemacht. Okay, und jetzt für spätere Versuche wollen wir natürlich schon mit Atomwolken arbeiten, die kälter sind, ja, also werden wir versuchen, noch weiter runter zu gehen, ja, also dieses, wie gesagt, ist schon ein Millionstel Grad, aber es ist nur eine sogenannte thermische Wolke. Ja, das hier kann man nicht von einem Bose-Einstein-Kondensat sprechen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich habe gerade die Maschine angemacht, dass sie die nächste Atomwolke produziert, die jetzt aber kälter ist. Und da ist das Bild gekommen. Ah ja, Sie sehen jetzt ist die Wolke viel kleiner, viel knackiger. Und Sie sehen hier auch diesen kleinen Peak hier in der Mitte. Das ist sozusagen, ups, aha, da habe ich also, irgendwo muss ich da falsch gedrückt haben. Hier in der Mitte, wo es schwarz ist, da fängt schon so an, so ein kleines Kondensat rauszuwachsen. Ja? Das ist jetzt also dann eine makroskopische Wellenfunktion. Jetzt versuchen wir noch kälter zu werden. Und um so ein Kondensat herzustellen, muss man also immer die Ionen erstmal ein bisschen zur Seite schieben, damit die Atome beim Kondensieren nicht gestört werden. Und wenn dann das Kondensat gemacht wurde, dann kann man die Atome wieder wegbringen. Jetzt wurden sie also weggeschoben, jetzt dauert es ungefähr 20, 30 Sekunden. So, wunderbar, hier haben Sie jetzt Ihr Kondensat, Ihr erstes Kondensat live erlebt. Ja, und damit möchte ich dann vielleicht für heute schließen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, einen Moment, umschalten. Ja, also, hier muss ich nochmal. Ja, also. Für jedes der Experimente gibt es natürlich ein Team, ja, das Lithium-Team, wie gesagt, die experimentelle Apparatur, die gerade im Aufbau ist, die sehen Sie hier, dann das Ionenteam, da haben wir uns gerade in das Labor hineingesetzt, virtuell, und hier das Rubidium-BEC-Team. Die Namen der Studenten sind hier aufgelistet und der Mitarbeiter in Rot, ja, die ehemaligen, das sind natürlich die Leute, denen verdanken wir auch viel, und dann in Grün, Kollaborationen, die für uns auch sehr, sehr wichtig sind.
Und da liegen wir natürlich auch in Ulm sehr gut, denn wir haben ja hier den Schwerpunkt Quantentechnologien. Weiterhin gibt es den SFB, Sonderforschungsbereich Transregio 21, zusammen mit Stuttgart und Tübingen. Und an diesem Transregio, wo hier an Quantenkorrelationen geforscht wird, sind also 6 Institute aus Ulm beteiligt. Und zusätzlich haben wir noch ein Zentrum für Integrated Quantum Science and Technology zwischen Stuttgart und Ulm. Und das ist sogar fachübergreifend. Da ist neben der Physik auch die Chemie, die Mathematik und die Biologie dabei. Und damit möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Schluss gebe ich als Zusammenfassung einfach nochmal als Übersicht die 3 Projekte an, über die wir forschen. Dankeschön.